Ah, hallo, hallo, willkommen zu meinem neuen Projekt, The Binding of Isaac. The Binding of Isaac Rebirth. Schweres Wort. Und wir gehen sofort ins Spiel. Hab ja auch so Binding of Isaac sehr gerne gespielt. Und, Alter, das neue geil aus. Wir haben Beine, richtige Beine und richtigen Körper. Was ist das? Was ist das für Gegner? Was ist das? Ist das menschliche Dämpfe? Oh, seht euch das an, wie unglaublich ich das nicht treffe! So, die Bomben nehmen wir mit. So. Weiter. Ich habe noch nicht reingeguckt. Das ist mein erster Run in Binding of Isaac Rebirth. Und es ist episch. Ich so epic. Ja, wir haben ja wirklich alle drauf gewartet. Also, ich glaube, ich kenne keinen, der da nicht drauf gewartet hat. Und, wow. Gleich der Bossraum. So, mal hier gucken. Like a penny. So, wir lassen mal noch den Bossraum. Wir gucken erstmal nach dem Itemraum. Oh, das ist ja nicht. Oh Gott, das ist so geil. Ich könnte einfach alles. Ich liebe diesen Kackhaufen. Ich will ihn umarmen. Ich will ihn lieb haben. Komm her. Eine Pille? Oh Gott. Ah, Speeddown. Ah, verdammt. Okay, das kennen wir ja schon. Vom normalen Binding an Isaac. Das bekommen wir Leben. Ein bisschen, wenn wir den Gegner. Wenn wir Gegner töten. Auch Schaden zufügen. Das ist hier mal zu sprengen und weg. Ach, okay, ich dachte, wir kriegen die Bombe. Ah, kacke. Monstro, komm her. Oha, der Helfer. Da war noch der Helfer. Das läuft doch alles wesentlich flüssiger als früher. Monstro, lass mich in Ruhe. Ich sag gleich, ich bin kein Binding of Isaac Profi. Ich krieg übelst schnell aufs Maul hier in dem Spiel. Na komm. Oh, Honk. Jawohl, hat die gesessen. Oh, aha. Oh Gott. Nein! Na, gleich nochmal reingehen. Das alte war aber auch kacke am Anfang. So. Muss erstmal reinkommen ins Spiel. Der Pilz. Ach komm, wir nehmen mit. Ist ein neues Binding on Isaac, wir nehmen erstmal alles mit. Oh Gott, hier gibt's Riesenräume. What the fuck? Hier gibt's größere Räume als normal. Alter, Falter, macht euch fort. Ich will den Stein haben. Den blauen. Lasst mich in Ruhe. Blaue Herzis. Oh. Es gibt Riesenräume. Alter, Falter. Das ist ja krass. Das ist ja mal wirklich endgeil. Wah! Willst du mich in Ruhe? Explodiert die? Leider nicht. Wartet mal kurz. No. Oh, wir haben schon den alten Raum verpasst. Oh, sorry. Hab's nicht drauf gehabt. What the fuck? Buddy-Kumpel? Headless. Alter. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht blutig das Spiel. Überhaupt nicht. Das ist doch. Ich spring viel weiter als vorher. Komm her. So. Die Pille hat uns ja vorhin schon Schaden gebracht. Nehmen wir sie. Ah, Range Down. Ah, kacke. Gurkelnd. Ein neuer Gegner. Oh Gott, was kann er? Es laggt. Zurück, es laggt. Wow, er kann. Was? Bekommt Schaden? Bekommt Schaden von meinem eigenen Kumpel? Ah, ne. Was macht dieser blutige Körper? Bluten? Nein, nicht? Komm doch nicht zu mir, du. Oh Gott, ich bin so schlecht in Isaac. Aber wir lernen ja noch. Ich bin doch in der REM-Phase. So, jetzt. Oh, du. Blöder Heini. Erstes tot. Erstes down. Oh ja, was ist das? Key. Lack up.
Oh! Wir können in den Item Room. Wir gehen mal noch schnell in den Item Room. Wir gucken, was in dem Item Raum drin ist. Und zwar kein Geld, aber wir können reingehen. Oh, Steam Cell. Und Spender. Okay. Lass uns mal hier hinten gucken. Man, die Spinnen jetzt voll langsam, aber nicht mehr so extrem. Mal hier oben noch. Ah, zack hier. Ja. Sacrifice Room. Okay, ach komm, wir machen das auch noch weg. Die Flammen sehen natürlich auch richtig nice aus. Ich finde schön, dass sie sich den modernen Grafiken so genähert haben, aber trotzdem irgendwie noch sie selbst geblieben sind. Sie sind, sie sind sich noch treu geblieben, die Entwickler. So, wo sind wir jetzt? Oh, seht euch das an. Oh, oh, wir werden von unserer wunderhübschen, dicken Mutti nicht geliebt. Basement 2. Das ist alles zu. Okay, gehen wir mal hoch hier. Na? Oh Gott, die Würmer. Die können zum Glück nichts. Außer dumm rumhüpfen. Wir wissen, was der Buddy macht. Er ist bestimmt der Buddy Master. Alle Leute, die Köln gucken, wissen, was ich meine. Danke für halbe, für zwei Münzen. What the fuck? Wie komme ich denn da ran? Muss ich da fliegen? Muss ich da fliegen können? Oh nein! Sag mal, ich muss da fliegen können. Oh nein! Ich hab schon einen Raum vergessen. Was ist denn mal los hier? Ein Keyhammer. Komm rein. Was bist du denn für einer? Scope Go. What the? Hilfst du mir oder bleibst du einfach nur dumm rum und heulst? Kannst du das aufmachen? Kannst du das aufmachen für mich? So, bitte? So, nein, danke. Du bist ziemlich auch Kunde. Ich weiß nicht, ob man hier auch wieder diagonal gehen kann, wie bei normal Binding on Isaac. Das geht, wir versuchen es mal. Das geht nicht. Okay. Two players. Okay. Wow. Könntest du mir ein bisschen helfen da oben, du Klumpen? Der macht gar nichts, der macht gar nichts, außer rumheulen. Wir haben einen Kopflosen, der blutet vor sich hin und einen Angsthasen. Super. Paperclip, Master of Lockpick. Hm, nehmen wir mit. Alles erstmal mitnehmen! Boah, lass mich doch in Ruhe. Oh, er macht Schaden. Er macht Schaden. So ein bisschen zumindest. Das können wir nicht kaputt machen, leider. Na, kühlst du den jetzt mal? Bitte, danke. Nicht. Kunde. Was ist denn da dieser Stern? Ah, da ist Item, okay. Ah, ich kann, ach so, schon der mal ein halbes. Wow! Alter, Alter, was war das? Ah, der lockt Fliegen zu sich. Oh, das ist ja nice. Das ist ja hervorragend. Na, oh, ich. Oh Gott, ich bin so schlecht in diesem Spiel. Das kommt noch, wir lernen. Wir sind noch in der Lernphase. Wie gesagt. Oh ne, was? Schon wieder Monstro? Oh Gott, nervst du mich. Du bist überhaupt nicht nervig. Oh. Lol, da kommt sich unser Kumpel. Da unten. Ich dachte, da kommt sich weiter um den Leuten. Kümmert dich mal unser Kumpel da. Der braucht Schläge. Der steht Tor auf. Der steht Tor auf. Ja, danke. Danke, sehr gut, sehr nice. Was hat denn ein ziemlich cooles Item jetzt? Muss man sich den Boss, ist das krass? Oh Gott, wie habe ich das überlebt? Gott, die Musik ist so episch. Wow. 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 Yeah, Monstro. Monstro has appears in the basement. Und Ranger, can deal with the devil? Weiter. Oh, wir werden angestuhlt. Caves. Der Kampfraum ist da oben. Oh, das ist so cool. Der lockt alle Gegner zu sich. Das ist ja nice. Oh, das ist ja nice. Das ist ja hervorragend. Oh, die platzen ja da. Oh, wir brauchen definitiv mehr Damage ab. Das ist ja fürchterlich. Wir haben kein... Warte! Oh, jetzt habe ich ganze Zeit... Oh, jetzt hat die ganze Zeit den anderen geguckt.
den Klops. Oh Gott, die Gegner sind ja nervig. Brauchen definitiv. Oh, nicht schon wieder. Oh Gott. Oh. Oh. Oh Gott, meine Leben. Wir werden das wieder nicht schaffen. Alter. Sorry Leute, ich habe zu mal nichts sagen, ich muss mich da echt konzentrieren hier bei dem Spiel. Das ist sowas von schwer für mich. So. So, mal springen. Einen Schlüssel für unseren Itemraum. Ja, aber nur Kack-Items zurzeit. Der Kumpel ist ja nicht gerade schlecht, aber bringt uns auch nicht gerade die Welt. Oh Gott, was sind da? Oh nein, nicht die Köpfe. Jetzt könnt ihr laufen. Oh Gott, nein. Oh Gott, wie schlecht bin ich denn mal jetzt? Komm mal, Hund auf! So, Itemraum. Ein Auge. Könnte das? Könnte es das sein? Könnte es das sein, was ich denke, was es ist? Nein, das ist noch Auge. Triple Shot! Oh yeah! Oh yeah! Endlich ein bisschen mehr Damage! Was ist das? Was macht es? Spucken? Spuckt es was aus? Sonst hätte ich das im Boden, das Löcher mich einfach durch tot. Nein, das ist. Oh, bitte lass was Gutes sein, bitte lass was Gutes sein, bitte lass was Gutes sein. Oh ja, yeah. Was für eine Stunde Energie? What the fuck? Wie kann ich das nehmen? Mhm. Knoggers! Es gibt Knoggers, Drakasus! Ah, verdammt. Ah, gut, Leute. Es war Kack. Zwei Kack-Wands. Ich verspreche, es wird definitiv besser. Wir werden bessere Items finden. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal mit The Binding and Iding Rebirth.